Naja, weiß ja nicht, das war nicht so erfolgreich. Wir gehen direkt wieder rein. Ich weiß halt nicht, was ich tun soll. Ich habe halt keine weiteren... Ich bin halt echt schlecht mit der, mit dem Flammenwerfer umgegangen. Wir haben dafür keine Munition mehr. Ich werde jetzt einfach mal so schnell wie möglich hochklettern, denke ich. Da waren ja so eine Sprossen befestigt. Das heißt, vielleicht können wir die ja irgendwie mit runterziehen ins Loch oder so. Oder deren Bein stellen. Mit meiner Hand. Also beziehungsweise dann einen Arm stellen. Mal schauen. Versuchen wir das nochmal. So, jetzt wissen wir ja, was da kommt. Oh! Wer kommt denn hier? Ich hab dir gesagt, du darfst hier nicht rein. Einfach aus dem Nichts. Einfach aus dem Nichts. Die hat sich hinteleportiert dort. Da war nichts in dieser Ecke. So dumm. So, halte ich nochmal am letzten Stück fest jetzt. Ethan, übertreib's nicht. So, ist hier sonst noch was anderes eigentlich? Nö. Ey. Was soll denn das? Weiß doch gar nicht, ob ich das bin. Komm schon. Hoch da. Oh, das ist voll unfair. Wie soll ich da rauskommen? Ja, ich kann da nichts machen. Ich bin da komplett gefangen. Was soll das? Ich könnte höchstens mal versuchen, einfach nur auf sie raufzuballern am Anfang. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Das müsste man halt jetzt austesten. Aber ja, trotzdem, unfair. Hallo? Komm, steh schon auf. Schrumpf hinter die Hand. Okay, du kleiner Schwanzlutscher. Das tut, glaube ich, gerade gar nichts, oder? Doch, tatsächlich. Komm schon, einfach hoch. Ah, Mist. Fick dich. Das ist doch nicht nett. Ey, ich kann nichts tun. Doch jetzt. Oh, das war... raus hier. Einfach schnell raus hier. Darauf hätte man doch nicht kommen können, dass man fünfmal auf die raufschießen muss und dann ist sie in diesem Boden drin. Naja, war sehr verwirrend. Vergessen wir das Ganze einfach wieder. Schade um die Schrotflintenmunition. Wir können direkt mal eine kleine Heilung herstellen. Sehr gut. Zoe, du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde es nicht merken? Selbst nach dem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner deiner seltsamen Medizin zu sprechen. Und was planst du mit deinem Altar anzustellen? Du lässt besser deine dreckigen Finger davon. Niemand berührt deinen heiligen Altar. Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe? Du armseliges, verwöhntes Kind. Ich wünschte, du wärest nie geboren worden. Und noch stählich armselig, aber immer so herabschauend auf uns und versuchst, dein Zuhause zu verlassen, nach allem, was wir für dich getan haben. Armselig einfach nur. Wenn du meinem Altar auch nur anfasst, schneide ich dir die Brust ab und servier sie als Steak. Nee, das klingt nicht gut. Naja, gehen wir da erstmal rein jetzt, ne? Die gute alte Rabentür. Da wird uns bestimmt so einiges Schönes erwarten. Sagt die Musik auch schon. Was zum? Oh nein, was ist denn das? Target acquired. Ich habe Ötzi gefunden. Aber nicht DJ Ötzi. Betreff des Serie Serums. Den folgenden Objekten in der Lage, Serum synthetisieren. 1D-Serie Gehirnnerv. 2D-Serie peripherer Nerv. Ich glaube, das ist es. Scheint ganz so zu sein. Ich weiß zwar nicht, warum wir das von Ötzi haben, aber gut. Nett von ihm. Wir sind sehr geschädigt, ne? Ja, komm. Baller dir mal ein bisschen Heilung rein. Zoe, bitte. Hallo? Und? Hast du ein Serum gefunden? Fast. Ich kann mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Ich hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay. Schau dort nach.
Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Die sind so verwirrend, diese ganze Familie. Warum sammelt die einfach irgendwelche Köpfe der D-Serie oder so? Das ist doch sehr auffälliges Verhalten. Da ist ein Basecap. Baseballschläger. Würde ich zur Sicherheit auch nochmal mitnehmen. Man weiß ja nie. Besser als ein Messer wahrscheinlich, oder? So von der Distanz her. Da ist eine Puppe. Habe den ganzen Tag Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon recht, irgendetwas stimmt mit dem Kind nicht und mit der Frau, die es mitgebracht hat. 15. Oktober. Ich sehe und höre Dinge. Mir ist Jenny schlecht. Bin zum Arzt in der Stadt gegangen und er hat mich gerönt. Was passiert mit mir? 23. Oktober. Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Oktober, was auch immer. Habe das Geschenk in einem Geheimraum hinten im ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Jener Arm ist Zeichen des Kindes Vertrauens. Jener Arm wird uns zum Glückseligkeit führen. Und jeder, der diese Glückseligkeit untergräbt, dem werde ich kein Weiterleben gestatten. Ich glaube, die wurde so ein bisschen gebrainwashed von dem Kind. Aber gut. Munition! Und eine Puppe. Eine Strohpuppe. Ja, damit kann ich soweit nichts anfangen, oder? Tja, kann ich mir nur anschauen. Sehr nett. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall ist hier irgendwas am Schaukeln. Achso, das ist die Laterne selber. Ich dachte gerade schon. Oh! Hallöchen, da haben wir doch einen Freund. Dankeschön. Naja, hier müssen wir was anderes finden, was wir da ranhängen können. Was bietet sich denn da an? Antike Münze? Nicht unbedingt. Die wiegt kaum was. Ich weiß halt nicht, ob wir ganz zurückgehen können, ne? Also ob wir noch was im Haus finden können oder ob wir das hier finden müssen. Ansonsten haben wir auch noch Psychotonikum, das müssten wir aber auch erst holen gehen. Hier war auf jeden Fall war hier jemand ziemlich Fan von Baseballschlägern. Ich hätte ja gesagt, den Globus könnte man daran hängen. Aber ich glaube wohl kaum. Eine Laterne. Da gab es gerade einen weirden Lag. Das gefällt mir nicht. Die steht doch wieder. Ja, Frau Oma Langbein. Falls euch das ein Begriff ist. Also in meiner Region sagt man zu Weberknechten oft Oma Langbein und das trifft wirklich sehr gut auf sie zu gerade. Und natürlich müssen wir da hinterherlaufen, ne? Was zum Teufel? Das ist neu. Das ist neu, ja. Hat ein Modular bekommen. Das ist das Oma Langbein-DLC, was sie da gekauft hat und freigeschaltet hat. Das gefällt mir gar nicht. Die Alte ist doch nicht ganz dicht. Mal sehen, was die mit uns vorhat. Wir müssen auf jeden Fall halt, wie gesagt, irgendwas finden, was wir da ranhängen können. Und ich meine, offensichtlich hat sie die Laterne dafür. Natürlich führt das zu einem weiteren Haus. Aber der Vorteil daran ist, wir können jetzt auch zurück zum Wohnwagen. Starkes Serum, sehr gut. Genau, wir können ja aufmachen. Heißt, wir haben einen schönen Shortcut. Das gefällt mir sehr gut. So. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier so? Also, beziehungsweise, wir kennen den Ort ja, aber ich will ein paar Sachen noch zurücklegen. Warte mal, haben wir genug Münzen? 5? Nein. Oh, uns fehlen noch ein paar. Um genau zu sein, 3 Stück noch. So viele noch? Oh, wir könnten uns jetzt halt wirklich... Hätte ich mir die Steroide nicht geholt, ne? Hätten wir uns die Waffe jetzt holen können, die neue. Ja, so ein Vorteilhaft, ne? Festbrennstoff. Warte mal. Oh, da habe ich voll den Scheiß gecraftet gerade. Hätte ich mal davor gespeichert. Ich brauche doch noch keine Flammgranaten. Wir haben ja den Granatwerfer noch gar nicht. Jetzt habe ich ein starkes Serum verschwendet. Tja, gut. Man macht Fehler, ne? Ich hätte mal davor speichern sollen. Naja, für eine Notsituation haben wir so eine Dinger jetzt mal.
Gut, den Rahmenschlüssel werden wir wahrscheinlich nochmal brauchen. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Der wird ja sicherlich nur, nicht nur da genützt haben. Warte, der Rahmenschlüssel, den kann man auch im Haupthaus verwenden, glaube ich, ne? Frage ist, ob Jack da rumläuft. So, müssen wir noch was weglegen? Dietrich möchte ich gerne mitbehalten. Gut, speichern wir. Und dann gehe ich ganz kurz mal ins Haupthaus. Such mal, ob es da noch was gibt, was wir mit dem Rahmenschlüssel öffnen können. Ich hoffe, wie gesagt, dass der gute alte Jack nicht schon wieder auf dem Laufenden ist. Man weiß ja mal nicht. Sieht aber gut aus. Da oben war auf jeden Fall eine Schlangentür, das weiß ich noch. Ich mich aber gerade mal so recht erinnere. Doch, warte mal. Klar. Hier war ein Rahmenschlüssel. Oh, geil. Warte mal, da ist vielleicht der Granatwerfer sogar drin. Boah, das wäre ja richtig gut. Das wäre richtig gut, wenn wir den da drin haben. Weil dann haben wir jetzt wirklich auch Munition dafür. Dann habe ich eigentlich nichts falsch gemacht, ne? Das wäre geil. Her damit. Schauen wir mal. Einmal aufmachen, bitte. Sehr gut. Das ist er, ne? Granatwerfer. Geil. Hä, voll gut. Problem ist nur, ich habe keinen Platz für den, oder? Doch, zwei Plätze hätte ich noch frei. Aber ich kann dann leider den Festbrennstoff nicht mitnehmen. Also allgemein müssen wir hier, glaube ich, nochmal zurückkommen gleich. Boah. Warte mal, den will ich mal in die Hand nehmen. Warte mal, statt dem Flammenwerfer. Der ist schon geil. Sehr geil. Sehr selbst zusammengebaut auch, ne, muss man auch dazu sagen. Ich glaube, das Ding überlebt nicht zu lange, aber schon nicht schlecht. So, jetzt muss ich mal gucken. Also ich würde am besten hier nochmal zurückgehen gleich. Ja. Ich werde das kurz zum Wohnwagen bringen und dann bringen wir das Ganze nochmal zurück. Oder beziehungsweise wir kommen nochmal zurück, um das andere Zeug auch nochmal zu holen. Wir packen jetzt einfach mal den Flammenwerfer weg, weil den brauche ich gerade eh nicht wirklich. Und dann hole ich mir das restliche Zeug dann noch. So, bisschen Schwarzpulver. Bisschen Festbrennstoff. Sonst noch was? Ich meine, der Raum sieht sehr bepackt aus. Das heißt, man kann hier bestimmt auch gut was vergessen. Aber ich meine, das sollte alles gewesen sein. Übrigens, mir ist mal aufgefallen, dass ich voll die dumme Route nehme. Ich kann auch einfach durch die Tür hier vorne gehen. Da muss ich doch nicht immer da durchrutschen erst. Warte mal, konnten wir... Mist, dafür wäre natürlich der Flammenwerfer nicht schlecht gewesen. Ich glaube, das kann man wegflammen. Ja, das wäre natürlich... ich weiß auch, warum er da drin liegt überhaupt. Wenn da überhaupt was drin liegt, ehrlich gesagt. Naja, wieder zurück zum Wohnwagen. So, was nehmen wir jetzt mit und was lassen wir hier? Ich würde sagen, den... Kann man den schon kombinieren? Nein, den kann man nicht kombinieren. Das heißt, den lassen wir wahrscheinlich hier. Oder? Machen wir das. Ansonsten, wir nehmen die Flammengranaten mit auf jeden Fall. Warte, hatten wir nicht mehr Platz jetzt inzwischen? Ja, das ist ja schon wieder voll. Ja, ansonsten, was können wir noch da lassen, ne? Ist eine gute Frage. Kann ich mir schlecht selber beantworten. Ich hätte gesagt Schwarzpulver, ne? Wir werden ja bestimmt davor nochmal ein Lager finden dann. Nehmen wir jetzt nur das Wichtigste mit. An sich würde ich sogar sagen, Dietrich kann man auch hier lassen. Machen wir jetzt auch einfach mal. Und den Schlüssel, den werde ich mal noch mitnehmen. Drei Plätze müssen erstmal reichen. Dann bekommt der klassische Speicherprozess. Und dann würde ich sagen, sind wir bereit, in die Schlacht zu gehen mit Oma Langbein. Oh, da bin ich ja mal gespannt, ne? Wie der verlaufen wird. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe echt Schiss. Weil die alte... Ich hasse die. Ich mag die nicht. Die ist zum Kotzen. Von der Seite verschlossen. Ja, wer kennt's nicht. Immer wieder dasselbe Prinzip, ne? Das ergibt... Oh, warte mal. Schatzfoto. Warte mal, das ist im Wohnwagen. Da habe ich aber schon mal nachgeschaut eigentlich. Wurde mir da etwas hinterlassen im Wohnwagen? Ganz komischer Ort, um eine Sache dann erst zu verstecken. Das sollte aber da drin sein. Da war eine riesige Zigarettenhaufen war daneben, ne? Ja. Wie gesagt, ich hinterfrage es nicht. So, die Mag-Munition ist das. Haben wir eh nicht. Shit, wir haben gar keinen Platz mehr, oder? Doch, wir haben noch Platz hier. Ah, okay, man hat unendlich Platz anscheinend.
sehr angenehm. Ja. Und wie gesagt, die Mac haben wir ja noch nicht. Von daher brauchen wir die nicht mitnehmen. Wäre cool, wenn wir die hätten. Ich glaube, die ist richtig stark. Aber 3 Schuss klingt auch sehr wenig. So, gut. Stellen wir uns der ganzen Sache, ne? Huiuiui. Na, das wird jetzt auch eine Sache. So, Schrotflinte in die Hand. Beziehungsweise ich nehme mal lieber die 9-11. 9-11? Digga, bin ich bescheuert? 19-11er, Gott. Ja, die Zahlen sind sehr ähnlich, okay? Die Zahlen sind doch sehr ähnlich. Ich meine, theoretisch ist nur die 1 vorne bei 19-11er mit dabei. So, hier ist noch ein bisschen Kraut, das gefällt mir. Können wir doch kombinieren beides, oder? Ah, nee, doch nicht. Hat gedacht, es gibt ein rotes... Oh! Warte mal. Ja, natürlich nicht. Mit was kann man das kombinieren? Was ist denn das? Spaltmittel. Kann die flüssige Chemikalie von anderen Objekten trennen, um diese wieder nutzbar zu machen? Damit könnte ich zum Beispiel die Dings wieder herstellen oder was. Also aus den Granaten, die ich hergestellt habe, könnte ich zum Beispiel wieder die Dings holen oder was. Hä? Okay. Ja, sehr fragwürdig. Ja, tatsächlich, guck mal. Na, das würde ich aber nicht nutzen. Oder? Frage ist halt... Ja, nee, wir haben eigentlich genug Heilung. Wir haben 2 große. Noch reicht das. Ja, schön, dass ich jetzt schon wieder so viel gefunden habe, dass ich theoretisch zurückgehen müsste. Dann wiederum erwartet uns hier, glaube ich, eh ein Bosskampf. Na, das, was ich jetzt mit habe, ist halt eigentlich nicht nötig, ne? Ach komm, wir gehen da jetzt runter. Stellen wir uns der Sache. Oh, das gefällt mir nicht. Ich merke immer mehr, was für eine Hassliebe ich zu dem Spiel habe. Ich finde, es ist ein super gutes Horrorspiel. Aber ich hasse es zu spielen irgendwie. Man hat an jeder Ecke einfach nur Schiss. Ich bin nur verstresst. Brennstoff, na toll. Habe ich nicht. Habe ich nie mitgenommen. Kann ich aber dafür irgendwas wegwerfen? Das war wahrscheinlich schon wichtig zu haben, ne? Ja, nee, geht nicht. Ich hab keinen Platz. Das Problem ist auch, ich habe mich jetzt schon ins Chaos gestürzt. Ich komme da auch sicherlich nicht mehr raus jetzt. Ja, dachte ich mir schon. Scheiße. Hier ist zu. Na, da muss ich mich jetzt stellen. Das geht gar nicht anders. Achso, deswegen ist zu. Toll, und ich kann hier nicht aufmachen. Hier wäre nochmal Flintenmunition, nochmal Heilung. Nur weil ich den scheiß Flammenwerfer nicht mitgenommen habe, ne? Na, dafür habe ich einen Granatwerfer. Ist auch okay. Ich wusste es. Ich wusste es. Lass mich los. Lass mich los, Alte. Du wirst das nicht klären. Sei ich dir ehrlich. So, wenn ich in die jetzt einfach richtig viele Granaten reinballe. Wo? Wo denn? Die habe ich gar nicht gesehen. Jo. Alte Kuh. Na komm. Darf ich dir noch einen Schuss verpassen? Wäre ganz gut. Okay, warte. Ich muss das jetzt erstmal unter Kontrolle haben. Mich unter Kontrolle haben vor allem. Sie mit ihrer ekligen Spinnenvagina. Sie sind da schwanger mit ein paar Spinnen. Komm. Nein. Komm, lass mich in Ruhe. Ich sehe nichts. Das ist ein Problem. Ich hätte nichts machen können. Jetzt. Komm, geh weg. Wir nehmen jetzt einfach schon mal so einen schönen Klassiker. Jo. Jo. Die hält auch so viel aus, glaube ich. Komm, runter da. Huiuiui. Wo ist sie? Das ist mein Problem. In so nicht offenen Stellen ist sie richtig schlecht zu sehen. Nee. Glaube ich dir nicht. Komm her. Na los. Trau dich. Trau dich ruhig. Och nö, das hätte ich mit einplanen können. Komm, lad nach. Ah, da hinten muss ich, glaube ich, raufschießen.
auf ihre, naja, ihr wisst schon. Alter, die ist so eklig, ne? So. Willst du noch mehr, ha? Nicht, dass sie nachher schwanger ist. Ihr könntest eine Patrone. Na toll. Yeah, was macht sie für Geräusche? So, die soll zu mir kommen. Ich hasse das. Oh Gott, die gebärt gerade. Übrigens, ich heile mich mal. Voll vergessen. Uiuiui. Komm schon. Ich sollte mal nachladen. Komm schon. Dreh dich zu mir. Na los, komm. Aua! Boah, der war fies. Der war fies. Mit dem hätte ich nicht rechnen können eigentlich. Entkommst du nicht. Na komm. Lad nach, lach nach. Komm schon, komm schon. Die ist hinter mir. Wo ist sie? Da. Okay, da kann ich nicht treffen. Oh. Komm her. Aua. Aua, nicht trampeln. Ma'am, halten Sie still. Komm schon. Dolle Heilung. Oh nein, nein, nein. Haut sie jetzt einfach ab. Da ist noch ein bisschen Munition. Kann ich gebrauchen. Danke dafür. Noch ein bisschen Feuer. Kann ich nicht gebrauchen. Habe ich nicht mit. Oh nein, jetzt gebärt sie wieder. Toll. Hm. Der Prozess einer Geburt. So schön. Ich kann euch sagen, ich habe damals von Sef das Let's Play zusammen mit meinem Vater geguckt. Und er meinte, das ist so das Ekligste, was er je erlebt hat, meinte mein Vater. Komm schon. Nur diese eine Mücke. Komm, ist gut jetzt. So, komm, wir ballern der nochmal so richtig schön eine rein gleich. Jo! Wo kommt sie denn her? Ist gut, ist gut. Gedulde dich. Jetzt wechseln. Komm und dann voll unten rein. Aua! Nee, nicht gut. Nicht gut. Ich habe gleich keine Munition mehr, ne? Ist sie tot? Sie ist tot. Ich habe auch wirklich gar nichts mehr. Oh mein Gott. Oh, war das knapp. Zerfall in deine Einzelteile. Nimm das. Bleib doch einfach tot, okay? Richtig. Meine Worte, Ethan. Meine Worte. Da ist die Laterne. Ey, sag's euch, wie es ist. Das war jetzt aber auch stressvoll.